Wasser? No. Hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass du dein Leben verschwenden würdest? Ja, aber nur wenn ich wach bin. Weißt du, irgendwie habe ich mehr von Leben erwartet. Ich habe auch mehr von mir erwartet, verstehst du? Ich hatte auch mehr von mir erwartet, aber scheinbar reicht es. Да ну, батарейки, что ли? Подожди, подожди. Ну? Да ну, in dieser ganzen Esoterik-Bücher steht denn, wenn du einen Wunsch hast und du schickst diesen Wunsch an das Universum, dann kannst du alles schaffen. Nun, dann wahrscheinlich zweifelst du immer noch zu stark. Licht und Liebe? Nun muss man gleich so schreien, alle hören dich. Da nur weißt du, ich kann einfach nichts, gar nichts. Ich habe nicht mal irgendwelche geheimnisvolle Kräfte. Ich habe stattdessen immer noch diesen Kackjob im Büro. Ich hasse meinen Job. Nun Schatz, es wird eines Tages dieser Moment kommen, wo dein Job durch einen Roboter ersetzt wird. Halt durch. Nun. Aber weißt du, wolltest du denn nie etwas aus dir machen? Hattest du nie so etwas wie einen Traumberuf? Doch, ich habe mir zum Beispiel immer gewünscht, bei IKEA den Schrauben auch Namen zu geben. Als Vollzeitjob. Weißt du, das ist Wilma, das ist Claudia, das ist Sascha. Aber was für so einen Beruf gibt es doch gar nicht. Nun, deswegen Traumberuf. No. Ja, hör doch auf damit! Da weißt du, es gibt so viele Leute, die Großes geleistet haben, ja? Was ist mit diesem Leonardo, der gemalt hat diese Mona Lisa, ha? Oder diese Michelangelo, der hat mit Anfang 20 diese ganzen Sachen schon gemalt. Das zählt nicht. Aber warum nicht? Weil das Schildkröten sind. Weißt du, du hast dich schon aufgegeben, ha? Wer früher aufgibt, kann länger schlafen. Braklatja! Sag mal, findest du eigentlich, dass ich ein schöner Mann bin? Wasser, ich habe nichts aus mir gemacht, nichts aus meinem Leben gemacht, deswegen mag mich niemand. Ich mag dich. Dann nur du interessierst mich nicht. Willst du damit sagen, ich bin kein schöner Mann? Wasser, du fragst mich das in letzter Zeit fast jeden Tag. Nur gestern war Sascha bei uns zu Besuch. Und als er gegangen ist, habe ich ihm gesagt, einen schönen Tag noch. Und dann ist er bei uns die Treppen runtergefallen. Und ich bin zu ihm hin und habe ihm dann in die Fresse geschlagen. Ich hasse es, wenn Menschen meine Befehle ignorieren. Manchmal glaube ich, die Leute gehorchen mir nicht, weil sie denken, ich bin hässlich. Wasja, hör auf, ständig darüber nachzudenken, ob du hässlich bist, da? Du bist hässlich, aber hör auf, darüber nachzudenken. Licht und Liebe! Du zweifelst immer noch. Das ist dein Problem. Wasja, bist du eigentlich glücklich? Ich habe nachgedacht und ich habe entschieden, dass ich es hasse. Was, glücklich sein? Nein, nachzudenken. Wasja, ich glaube, ich werde 2 Wochen oder so verreisen. Ich muss rausfinden, wer ich bin. Was? Nein, ich kann ohne dich nicht leben. Dann nur dann stirb! Nur in deiner Gesellschaft kann ich ich selbst sein. Ah, du sitzt doch nur vor Fernseher und redest die ganze Zeit kein Wort. Ich weiß. Du hast deine Träume längst aufgegeben, ne? Du schläfst doch. Wie kann ich meine Träume aufgeben, wenn ich schlafe? Ah, ich bin aufgewacht. Und dann hast du deine Träume aufgegeben. Hanno. Basia, du hast recht. No. Weißt du, was mich am meisten nervt? Wenn ich meinen Schlaf unterbrechen muss, um ein Nickerchen zu machen. Was ist das, dein Ernst? Das ist dein größtes Problem. Spinnst du? Wäre ich ein schöner Mann, würdest du nicht so mit mir sprechen. Was ist, darum geht es doch gerade gar nicht. Ich bin unglücklich. Ah, du bist niemals so unglücklich, wie du denkst. Aber auch nicht so glücklich, wie ich gehofft habe. Ich sage dir, Glück, das ist wie eine launische Frau, die sehr hässlich ist und sehr stark geschminkt ist und nur aus der Ferne gut aussieht. Aber warum hässliche Frau? Warum nicht hässlicher Mann? Aha, ich wusste es. Du findest mich hässlich. Dann weißt ja, genau das ist dein Problem. Du willst immer, dass alle Menschen dich mögen, aber selber magst du niemanden. Schöne Menschen dürfen so denken. Du weißt ja. Dann nur.
Du magst vielleicht kein schöner Mensch sein, aber denke doch mal so, vielleicht bist du ein sehr schöner Affe. Es liegt alles nur im Auge des Betrachters, weißt du? No. Ich sage dir das Gleiche. Was? Nur liegt im Auge des Betrachters. Glück. Wenn du wirklich glücklich sein willst, dann musst du deine Erwartungen runterschrauben. Oder ich verändere meine Realität. Ah, du weißt nicht, was Glück ist. Glück ist der Bezugspunkt zu Unglück. Du weißt erst, dass du glücklich warst, wenn du es nicht mehr bist. Du weißt erst, was du hattest, wenn du es nicht mehr hast. Unglück ist das neue Glück. Verstehst du? Weil wenn du wirklich glücklich bist, das ist Stillstand. Du entwickelst dich nicht mehr. Du strebst nicht nach Größerem oder nach Höherem. No. Und was heißt das jetzt? Dass ich am besten gar nichts machen soll? Nur wenn es dich unglücklich macht. Weil sonst entwickelst du dich nicht. Ah, no. No, gut.